Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Ja, und damit herzlich willkommen zu Detroit Become Human. Ja, das war jetzt bisher immer nur PlayStation exklusiv, aber jetzt ist es offiziell, oder seit dem 12. Was war das? 12. November war das, glaube ich. 12. Dezember ist es offiziell für PC erhältlich im Epic Game Store. Ich freue mich mega auf dieses Game. Und ja, ich weiß, da gibt's später einige Zeitschriften, die man lesen sollte. Ich werde kurz drüber fliegen. Ihr könnt ja natürlich dann pausieren und es euch in Ruhe durchlesen. Ja, ich würde sagen, wir starten mal, ne? Ja. Also auf YouTube ist es immer ein bisschen dunkler, deswegen ich müsste jetzt eigentlich das hier nehmen. Theoretisch. Aber weil ich das ein bisschen dunkler machen muss, ein bisschen heller machen muss, ich glaube, das müsste so passen. Alter, diese Grafik, Mann. Das ist ein Grund, warum ich das Spiel so feier. Fangen wir erstmal mit leicht an. Die Grafik ist echt Bombe. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Genau, und darauf wollte ich auch noch was sagen. Zukunftsspiele sind auch ziemlich geil. Ich finde einfach sehr einfach richtig genial. RK-800. Ja, wir starten jetzt direkt schon hier rein. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen hier die ganzen Sachen durchschauen. Und okay. Genau, wir müssen Hinweise sammeln, so dass es halt, es gibt da immer verschiedene Auswege. So, retten. Ich spiele jetzt natürlich mit dem Controller. Genial. Gibt's irgendwas? Halten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Wie gesagt, auf dieses Spiel warte ich schon ewig. So, wir sollen zu dem Typ hin. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat.
Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist der Name bekannt? Sprechers. Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Ja. So, dann haben wir hier was. Okay. Und hier. Rekonstruieren. Dann haben die Waffe des Vaters. Okay. Zack, da hat er sie rausgenommen. Okay. Aber es wird uns angezeigt, dass es... Schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Mal hier durch, bitte. Abspielen. Daniel ist der Name. Ist auch immer gut, wenn wir uns die Sache merken. Anhören. Okay, das Kind hörte keine Schüsse. Schauen wir uns den mal an. Okay. Lungenblutung. Mhm. Mhm. Innere Blutung. Da oben war noch was, ne? Ah, ne. Rekonstruieren. Also er saß so und hatte etwas in der Hand. Was war das? Ein Tablet. Und da liegt das Tablet. Warum? Was war auf dem Tablet? Tablet. Der wäre. Ja. Ihre Bestellung eines AP-700 Androiden wurde registriert. CyberLife bedankt sich für ihren Einkauf. Er sollte ersetzt werden. Analysieren. Und hier geht es natürlich auch immer um Zeit.
deswegen rekonstruieren. Okay. Und da liegt die Waffe von dem Kopf. Gut. Okay, das ist das Blut von dem Androiden. Kinderschuh. Geisel könnte verletzt sein. Genau, das ist halt wieder sowas zum Lesen. Ja, wenn ich das auf Erfahren machen würde, dann nehmen. So, 83% ist jetzt nicht gerade wenig, aber wir gehen mal raus. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört! Bist du bewaffnet? Nein! Ich habe keine Waffe! Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe! Ich sage dir die Wahrheit, Daniel! Ich bin nicht bewaffnet! So. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Möglicher Grund. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn das alt ist. Einfühlsam.
Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Genau, verschwind mal. Da, du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du hast Menschen getötet. Nichts kann deine Zerstörung mehr verhindern. Auch ein weiterer Mord wird dir nichts nützen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Nein. Nein. Ja, und das war die erste Mission von Detroit. Und wir sehen, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Enden. Und zu, also es gibt hunderte verschiedene Wege insgesamt, die man einschlagen könnte. Weltweite Statistik. Aha. Okay. Gut, dann machen wir mal die zweite Runde, ne? 5. November 2038. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts. Eine gute Wahl, Sir.
einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ein Android verkauft einen Android. Das ist ja auch was. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Hallo Kara. Also ich sag's gerne noch einmal. Die Grafik ist richtig Bombe. Da können sich andere mal eine Scheibe davon abschneiden, ne? Also, wow. Diese Details. November 2038. 9.38 Uhr. Seite 1. Green Earth. Klimawandel. Ja, der Klimawandel ist halt so eine Sache, ne? Aber dass die Menschen erst jetzt etwas dagegen machen möchten, gegen den Klimawandel, ja, ist ein bisschen spät, ne?
Drücke mal die falsche Taste. Okay. Und diese Animation von nicht rüberlaufen, nicht bewegen, gar nicht laufen, ist auch richtig geil gemacht. Schauen wir so ein bisschen hier um. Hi. Das sollte doch in Bucht 7 sein. Die Vergeltung steht bevor. Technologie richtet uns zugrunde. Technologie ist das Böse. Wir spielen Gott und erschaffen Maschinen. Doch wir sind nicht Gott. Wir sind nichts als Staub. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Ich will, ja nichts sagen, aber... Detroit wurde auch ohne... Würde auch so runtergehen. Also nicht nur Detroit, aber. Und wir sehen an den Covers von den Kinofilmen hat sich auch nichts geändert. Ist einmal das gleiche. Oh. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Genial. Komme ich da lang? Nein. Da komme ich nicht lang. Okay, so kann ich meinen Kamerawinkel ändern. Verstehe. Nimm den Bus nach Hause. Arbeiten muss ich hin. Und wieder ausweichen. Willst du noch was? Cyberlife. Also die Androiden müssen hinten einsteigen.
Gut, da haben wir ja fast alles erfolgreich beendet. Gab's beim Hotdog-Stand noch irgendwas? Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann mit der zweiten Folge nächste Woche Dienstag wieder. Würde ich sagen, bis dann. Tschüss.